Hey ihr, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es um ein Projekt, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt. Und zwar das Brötchen-Aufbrauchen-Projekt. Und zwar startet es am 9. Januar, das Projekt. Und geht bis zum 9. März. Es wird auch kleine Updates geben. Also ich zeige euch jetzt alle Produkte, die ich habe. Und werde dann euch zeigen, was ich geschafft habe. Also werde ich mich darauf konzentrieren, meine Proben zu benutzen. Ich habe so viel. Oh mein Gott. Ich werde das niemals schaffen. Ich glaube, ich würde ein Jahr dafür brauchen, für die ganzen Proben. Es ist einfach nur, ich zeige euch mal schnell den Karton. Der ist so voll. Schaut, der Karton, der ist so, das ist wirklich so ein Karton. Und der ist komplett randvoll. Durch die ganzen Adventskalender kam jetzt halt auch so viel Proben und ich habe das jetzt auch überhaupt nicht sortiert. Ich habe die einfach nur gesammelt, da reingeschmissen. Bis auf die, die ich gerade in Benutzung habe, wie zum Beispiel in der Fitnesstasche fliegt ein Mini-Dio rum oder so. Die habe ich jetzt nicht mit rein. Und ich zeige euch jetzt einfach, ich ziehe einfach raus und zeige euch die Sachen. Holt euch was zu trinken, das kann etwas länger dauern. Und ja, wie gesagt, Projekt. Geht von 9.1. bis 9. März und es machen auch noch andere mit, und zwar die Franzi vom Kanal Franzis Pflegekiste, kann ich euch mal unten verlinken, die kennt ihr bestimmt. Und dann auf Instagram machen auch ein paar mit, die laden es dann halt nicht als Video hoch, sondern nur als Bild. Und das ist die liebe Lena, die Karina und Katis Aufbrauchprojekt, da folge ich auch schon, da kenne ich auch schon ein bisschen. Und ja, ich bin gespannt, wie weit die Mädels kommen. Ja, ich habe aber definitiv so viel, ich weiß nicht, wohin damit. Und ich hätte gesagt, wir fangen jetzt mal an mit den Sachets, da werde ich mir vielleicht ein bisschen leichter tun. Und zwar habe ich zu einmal von meinen Weihnachtsgeschenken von Cher die Handseife Vanille Patchouli. Jetzt stellt es natürlich nicht scharf, die ist vegan, so ein kleines, die werde ich schnell aufbrauchen, ich schätze mal eine Anwendung. Dann habe ich von Nonique eine Gesichtspflege, Avocado und Olivenöl. Also ich gehe da jetzt einfach schnell durch, ich sage jetzt nicht groß was dazu. Ich zeige es euch einfach. Von Nivea Hyaluron Cellular Filler eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 30. Auch im Adventskalender gewesen. Dann von Judith Williams ein straffendes Gesichtsserum und eine Easy and Fast Make-up. Ich finde Make-up in so Sachets immer sehr schwer zum Rausmachen. Dann habe ich einmal aus Korea ein Black Sugar Serum. Sieht so aus. Muss ich mir mal durchlesen, was ich da genau machen muss. Dann auch aus Korea. Da steht jetzt gar nichts dabei, aber das müsste eine Creme sein. Ja, eine Hydro-Creme. Drei so Sachets. Auch aus Korea eben mitgebracht. Dann von Diadermin Lift Plus Hydra Filling Tagescreme und Hydra Filling Serum. Einmal das. Dann zweimal von L'Oreal das Hydra Genius Aloe Water. Das kennt man auch. Das habe ich sogar in groß da, aber will erst bald ein paar andere Sachen leer machen, bevor ich das aufmache. Einmal von Guard das Glanz und Color Shampoo. So. War auch im Adventskalender. Und dann nur noch dreimal. Ich hatte, ich glaube, locker 30 Stück von denen oder so. Von Nivea Harmlich Pflegeshampoo. Die habe ich auch Tatsache bis jetzt die meisten weitergegeben, weil ich das Pflegeshampoo ja da habe und ich liebe es ja. Aber ich habe damals ja beim Produkttest Markenbotschafter oder so, wie es heißt, gewonnen und habe dann so viel von denen zugeschickt bekommen, dass ich das jetzt alles noch da habe. Meine Katze spielt hier mit dem Kabel. Genau, das waren einmal die Sachets und jetzt geht's weiter. Ich habe nämlich auch die so kleine Größen, Duschgel und so alles dazu gezählt, weil nur mit den Sachets, das wäre nicht viel, da wäre ich, glaube ich, in den 3 Monaten auch fertig. Ich habe hier einmal ein Set vom letzten Jahr noch von Balea, das Make Today Amazing Duschgel Set mit 4 magischen Düften. Das sah einfach so, so süß aus und die Düfte klangen auch sehr gut. Ich zeige euch mal, ich stehe hier hinten drauf. Einmal Stay Magical mit Duft nach roten Beeren. Dann Winter Charm mit Duft nach Vanille und Himbeeren. Klingt auch sehr gut. Dann einmal mit Drachenfrucht und Kokos. Und einmal mit
Lilie und Cranberries. Ebenso kleine Größen. Da habe ich noch das Set eben. So, dann geht's weiter. Ich ziehe einfach raus. Das wird jetzt was. Einmal von Frizz East John Frieda Traumlocken-Shampoo. Da geht's. Einmal von Pantene Pro V Repair Care Pflegespülung. Ich benutze eigentlich Spülungen nicht so oft. Dann von Müller Lagerverkauf Palmolive Gourmet Schokoduschgel. Zweimal von Syers das Renew 7 Complete Repair Shampoo. Zweimal eben. Und einmal dieses Jahr das Syers Repair Shampoo. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, aber es sieht anders aus. Ich denke mal nicht. Dann habe ich hier einmal von Yves Rocher Pomme Rouge Red Apple einen Bart- und Shower Gel. Aus einer LE, Winter LE. Tut mir leid, wenn ihr jetzt irgendwas werfen hört, aber ich schmeiß da die Produkte einfach nur rein. Dann von Bruno Banani, die habe ich auch gerade im Angebrauch, in Fitnesstasche eine Bodylotion. Riecht halt sehr parfümiert. Dann von meinem Cher Geschenkset noch, wie vorhin die Seife, einmal die Aromadusche Chai Macadamia und Sensitiv Handcreme mit weißer Lotus. Die zwei. Ich werde sicher nicht alles aufbrauchen in 2 Monaten. Ich werde da, glaube ich, 3 Jahre für brauchen. Dann von Dove Intensiv Repair Shampoo. Ich liebe das. Das ist jedes Jahr im Adventskalender drin, aber ich bin jedes Jahr froh drum, genauso wie über das Duschgel. Das übrigens hier ist. Ich liebe es. Ich liebe den Dove Shampoo. Es riecht für mich nach, so wenn man vom Bad, vom, wie heißt es, Hallenbad in die Dusche geht und so riecht es ungefähr. Dann habe ich ein Batiste Trockenshampoo in klein. Das weiß ich nicht, ob ich das schaffe, weil ich jetzt mein großes noch im Angebrauch habe. Eine Bodylotion von Shreklemon, Dead Vanilla Moment. Die ist auch schon ein bisschen älter. In klein. Dann, das hebe ich mir immer noch auf. Ich weiß nicht wofür, aber ich hebe es mir einfach auf, weil es ist mein Lieblingsdusche. Geht wahrscheinlich noch 10 Jahre oder so. Die Cremedusche Magic Winter mit Veilchen und Himbeerduft. Bis Balea nicht das Duschgel wieder rausgebracht hat, werde ich das nicht mehr benutzen. Ich warte so lange, bis es wieder draußen ist, damit ich es endlich benutzen kann. Das war dieses Frosted Flowers mit so lilanen Blumen und das war Veilchen Himbeerduft. Und das war mein absolutes Lieblingsduschgel. Und es war im Adventskalender drin, 1 Jahr nachdem es rausgegangen ist. Und ich habe es noch und ich will es nicht aufbrauchen. Ich will es nicht aufbrauchen. Dann von Charma Repair und Pflege Spülung werde ich als nächstes benutzen, weil meine Spülung jetzt leer ist und ich habe so das Cookie Shampoo von X Latean angebracht. Da passt es, glaube ich, ganz gut dazu. Dann ein Shampoo von Gliscor, auch eine Spülung, Conditioner Total Repair. Wie gesagt, das war eigentlich das meiste, war im Adventskalender drin. Vielleicht werde ich auch noch was aussortieren, mal schauen. Nochmal von Syers das Repair Shampoo. Aber für Festivals oder so, für Übernachtungen ist das immer so praktisch fürs Fitness, so kleine Größen. Von Niveas Volumen und Kraft Shampoo müsste irgendwo noch mal ein zweites kommen dann. Ah ja, ich sehe es. Da ist das zweite. Weil in manchen, also im Adventskalender war das gleiche drin. Dann, das habe ich auch gerade im Fitnessstudio dabei, das in der Tasche, das Litamin Wellness in Kermandelblütentraum. So ein Mini-Duschgel. Dann haben wir hier nochmal das Dove. Dann einmal von Aldo Vandini Hydro Handcreme, Magnolienblüte und Mandelmilch. Auf die bin ich sehr gespannt. Die sieht sehr schön aus. War auch dieses Jahr im Adventskalender. Auch im Adventskalender von Tea by TT Sepp, das Created by Michalski Aromadusche, Gletscherwasser, Baumwolle, grüne Minze, weißer Tee und Edelweiß. Ganz schön viel. Werde ich mal dran schnuppern, wenn es mir nicht gefällt, werde ich es weitergeben, weil es sind ja, glaube ich, sehr neutrale Düfte. Dann habe ich hier nochmal das Nivea Volumen Kraft Shampoo und noch einmal das Hami Shampoo in klein. Das liebe ich ja. Hamisch von Nivea ist mein Lieblingsshampoo mit. Upsalala, ich kipp. Dann habe ich hier noch einmal von Nature Box das Duschgel Avocado. Ja, hatte ich, glaube ich, schon mal aufgebraucht.
von Pantene Cuvée eine recht große Größe an Shampoo, und zwar 90 Milliliter gleich. Weiß gar nicht, ob ich das zu Proben noch zählen kann. Das Repair Shampoo. Mit 90 Milliliter ist schon recht viel. Dann habe ich hier einmal ein kleines Deo, das habe ich auch gerade vom letzten Jahr noch in der Fitnesstasche. Das Tri-Active. Ich finde einfach, die sind total praktisch, diese kleinen Größen. Aber man braucht sie halt auch nie auf irgendwie. Weil man immer die groß benutzt, da hat man ja auch genug davon. Dann von Frosch das Granatapfel-Sensitiv-Duschgel. Sieht auch sehr spannend aus, bin ich gespannt drauf, habe ich noch nicht gehabt. Frei von Mikroplastik. So, dann habe ich ganz viel vom Sauber-Kalender, vom also von dem Adventskalender von Sauber, von DM. Den fand ich übrigens sehr, sehr klasse. Würde ich mir nächstes Jahr wieder kaufen. Ich habe einmal das Schwibschwarzbad duftet nach Zuckerapfel. Sowas sollte, glaube ich, kein Problem sein zum Aufbrauchen, wenn es scharf stehen würde. Weil das kippst du zwei, dreimal ins Badewasser und dann ist das weg. Dann das Gute Nachtbad mit Lavendelblütenextrakt. Ich finde die Sachen so süß und die haben auch so schöne Düfte. Dann hier einmal das Schüttelbad duftet nach Waldbeeren. Muss man eben so schütteln, wie ich gerade, und dann ist es so verschäumt. Dann hier einmal die Shampoo duftet nach Bratapfel. Ich meine, welche Shampoo duftet nach Bratapfel? Toll. Die Bodylotion mit Kakao habe ich schon aufgebraucht, die kleine. Dann das Neonbad duftet nach Abenteuern. Auch total süß. Eine Murmeldusche, weil da sind so Perlen drin. Können wir erkennen. Dann ein Glitterbad, auch total goldig, duftet nach Magie. Seht ihr das? Richtig, richtig süß. Eine Glibberdusche duftet nach Backpflaume. Darunter kann ich mir auch noch nicht viel vorstellen, aber ich glaube, die wird halt ein bisschen klipprig sein. Dann zum Glibber habe ich auch noch zwei Seifen. Einmal nach Erdbeere und einmal nach Schokolade. Und hier noch eine Shampoo und Spülung duftet nach süßen Mandeln. Auch total klasse. Ich liebe ja das Cookie-Shampoo, was ich gerade habe. Und wenn es leer ist, dann bin ich schon traurig. Dann habe ich so ein bisschen Ersatz. Dann ein Body Jelly duftet nach Waldbeeren. Ich denke, sowas ist auch schnell aufgebraucht. Das ist ja nicht gerade groß. Hat keine Milliliter-Angabe drauf. Und auch noch meinen gleichen Pot Perlencreme duftet nach Plätzchen. Werde ich wahrscheinlich auch als Bodylotion benutzen. Und dann haben wir das letzte von, nee, fast letzte, auch nochmal in dem Tiegel habe ich was gefunden. Ein Waschschleim duftet nach Limone. Kann ich mir jetzt nicht darunter viel vorstellen, was ein Waschschleim ist, aber gucken wir mal. Und den Waschschaum mit Apfelduft habe ich gerade in Benutzung. Der duftet wirklich nur nach Apfel. Nicht winterlich Apfel, sondern richtig rein grünen Apfel so ungefähr. Und dann noch die Lippenpflege duftet nach Erdbeeren. Ist auch total goldig. Die weiß ich aber auch nicht, ob die so zu Pröbchen zählt. Ah, und eins habe ich noch gefunden von Sauber. Das Schaumbad duftet nach Kiwi. Kiwi, ich liebe Kiwi-Duft. Also ich werde das sicher nicht alles in diesen zwei Monaten schaffen. Aber ich werde einfach mir das zur Challenge stellen und gucken, was ich schaffe. So, ganz fertig sind wir aber noch nicht. Ich habe noch was gefunden von Sauber. Und zwar die Schimmerdusche duftet nach Lebkuchen. Da muss ich dran riechen, wie es riecht. Also ausschauen tut super, aber Lebkuchen ist jetzt nicht so mein Duft. Dann haben wir in Sachen Zahncremes noch ein bisschen was, aber die werde ich nicht anrühren in dem Projekt. Ich zeige sie euch trotzdem, weil ich die mal gern auf Reisen dabei habe, die Mini-Zahncremes. Einmal von Golgate Total, das finde ich klasse, dass es die auch mal in klein gibt, weil es meine liebste Zahncreme. Dann von Parodontax Extra Frisch. Von Bio Repair die Sensitive, die habe ich zweimal. Und dann noch so ein Amimo Zahngel, Zahncreme, medizinisch, aber die werde ich glaube ich auch sortieren. Also die fliegt glaube ich jetzt gleich mal raus. Dann habe ich hier noch auch vom Adventskalender eine Nivea Creme in klein und mein Nivea Q10 Power Anti Falten Nachtpflege. Die ist auch schnell aufgebraucht, hatte ich letztes Jahr schon.
Dann habe ich noch ein paar Sachen von Hotels. Einmal vom letzten Jahr mitgenommen, noch das Shower Gel, das Shampoo und die Body Milk von NH Hotels. Da steht jetzt aber auch kein Duft drauf, die sehen einfach so aus. Genau, das stellt es auch nicht scharf, na supi. Etza. Denke ich, geht auch recht schnell leer. Da bin ich wenn das Video ankommt, schon dieses Jahr bin ich da wieder im April. Und dann aus Korea mitgebracht. Was ist denn das genau? Ein All-in Cleansing Water, so ein Gesichtswasser von Monster. So sieht das aus. Und meine Mama hat mir aus dem Hotel mitgebracht von der Marke Welcome Gel Cheveux und Haare und Körper. Also man kann es wieder zwei in ein Shampoo und Duschgel. Ich weiß nicht, warum es einmal groß, einmal klein ist, aber das habe ich eben auch noch. Dann habe ich noch eine, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu zählen soll, so eine Mini-Handcreme von Primark. Weiß ich aber nicht, ob ich die dazu zähle. Ich glaube einfach nicht. Ich glaube, die zähle ich zur Handcreme. Und ja, wir sind durch. Wir haben es geschafft. So viel Proben, das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, ich kriege einiges aufgebraucht, dass ein bisschen was leerer ist. Gerade die Saubersachen könnte man jetzt noch gut hinkriegen. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Seid gespannt dann auf das Finale. Schaut mal bei Insta vorbei, was die so für ein Bild gepostet haben oder was Franzi für ein Video gepostet hat. Und drückt uns die Daumen. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye.